Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Rumgucker und wir wenden uns heute dem Spiel The Guest zu. Jawohl, dieses Spiel ist, da steht es schon, a First-Person Exploration Game. Na, da wollen wir mal gucken, ob das klappt. Es soll ein klein wenig horrorig werden. Das werden wir gleich sehen. Nun, wie auch immer, das Spiel ist im März 2016 auf Steam erschienen und es flackert dort unten rechts, links. Das ist links. Schon ganz aufgeregt. Team Gotham hat es entwickelt. So, wir spielen ein neues Spiel. Lass uns mal gucken. Wollen Sie ein neues Spiel beginnen? Ja, das ist richtig. Ich habe es natürlich vorher ausprobiert, um mich mit der Steuerung vertraut zu machen, damit ihr nicht so, was macht der Mann da? Sondern, dass es richtig funktioniert. Ja, alles klar. So, neu. Bitte, wir bereiten das Zimmer vor. Bitte warten Sie. So, so. Ist doch wir? Ach nein, komm. Oakwood Hotel. Ich bin in diesem miesen Hotel abgestiegen. Ja. Na, da ist jemand an der Tür. Wer stört mich zu dieser Tageszeit? 4.23 Uhr. Ja, merkt ihr es denn noch? Lass mich schlafen. Es hat die ganze Nacht geregnet. Mir ist kalt und ich bin müde. So, okay, da sind wir. Wir haben einen Punkt in der Mitte, einen aufgeregten Punkt in der Mitte und wir können uns im Zimmer auch umsehen. So, da sind wir und der Mond scheint helle. Es ist Vollmond und der Regen ist laut. So, ja, es klopft irgendwo an der Tür, fragt sich nur vor welcher. Nun, wie auch immer. Also, wir sehen uns erstmal um, ne? Hier sehe ich doch schon, es könnte ein klein bisschen ruckelig werden. Vielleicht stelle ich die Empfindlichkeit noch ein bisschen anders leer. Morgen früh geben mir ein paar, was? Geben Sie mir ein paar neue Tabletten. Das hat Grigori gesagt. Take my mouth every 24 hours. Fluxetin? Was ist das? Use before 1987. Das ist vielleicht schon ein kleines bisschen abgelaufen. Ne? So, was haben wir noch? Schublade. Da ist eine Holy Bible. Yes, 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 yes. Behalten wir die? E behalten, Q verlassen. Wir behalten die mal. So, da können wir das Inventar einsehen. Wir können sie verwenden, ansehen oder verlassen. Wir gehen mal raus. Okay, so, aber da unten sehe ich doch noch was. Spinnweben nehme ich. Nein, hier. Not lucky. Okay, American Blends. Zigaretten. Können wir damit was machen? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Aber wir nehmen sie mal mit. Lass mal gucken. Wenn wir jetzt ins Inventar gehen, verwenden. Ja, können wir aber nichts mitmachen, ne? Nee, okay. Gut, wieder raus. Gut, nun denn. Weiter. Was? Das kann ich. Was? Das kann ich. Was stimmt da? Das kann ich. Name. Eugene de Eugen. Weiß ich nicht, was in war. Was? Departure Volgegrad VOG. Destination Boston. Wir sind also in Boston. Klar. Wollen wir es behalten? Klar. Wir stecken hier alles ein. Doch. Wir räumen das ganze Zimmer leer. Guck mal. Wie zum Beispiel das da auch. Eine. Was ist das? Sieht wie eine Sicherung oder so aus, ne? Okay. Klar, behalten wir das. Wir nehmen alles mit. Okay, Kuh verlassen. So, nun denn. Hier geht's weiter. Oh, ja, ja, ja. Tür auf. Haben wir da was? Nö. Tür auf. Nö, auch nix. Und hier? Nö, auch nix. Hier ist ziemlich düster, ne? Kann das sein? Hier liegt noch was rum. Ach, hier, der Boarding Pass. Natürlich, für Evgeny Leon, das sind wohl wir. Evgeny Leonov. Und wir sind The Guests, von dem es ausging. Von Folk, genau, to Boston. Okay, cool. Behalten. Wir nehmen ja alles mit. Da. So, hier haben wir noch eine Lampe. Da scheint keine Glühbirne drin zu sein. Ach, apropos Glühbirne. Funktioniert das hier? Na, da können wir nur das
Licht anmachen, aber mehr auch nicht. Nicht, dass es viel gebracht hat, aber meine Güte. So, was nun? Ein Bücherregal. Bücher, was man erwarten darf, aber nichts weiter. Was steht da? Delivery to Oakwood. Okay. Ja, faszinierend. Bilder. Town Hall, Hall, Belmont, Massachusetts. Aha, okay. Ja, schick. Da liegt noch was rum. Da haben wir... Oh, ein Feuerzeug. Natürlich behalten wir das. Feuerzeug ist immer nützlich. Ich habe das Benzin mit dieser letzten Zigarette aufgebraucht. Oh, wir müssen das Benzin finden. Na gut. So, was steht hier? Da ist doch auch noch was dran. Kann man da näher rangehen? Nee, ne? Okay. Ach, Oakwoods. Okay, so. Ein Brief, jawohl, von der University of Boston zu... Okay, offensichtlich wohnen wir in Volgograd in Russia. Okay, so, irgendwas drin? Nö. Braucht man das? Ich weiß nicht, wir nehmen es alles mit, ne? Da liegt ein Brief. Ah ja, Dear Dr. Oh, Texteinblendung. Mit F, Texteinblendung. Ah, sehr angenehm. Sehr geehrter Dr. Leonov, wir sind hocherfreut, dass Sie unsere Einladung zum 9. alljährlichen Internationalen Wissenschaftskongress in Boston angenommen haben. Da sind wir jetzt gerade. Es ist uns eine Ehre, dass Sie willens sind und von so weit her anzureisen, um unser Hauptredner auf dem Kongress zu sein. Was denn für ein Kongress? Meine Kollegen und ich brennen darauf, an Ihrem Wissen teilhaben zu können. Anbei finden Sie die Informationen zu Ihrem Business-Class-Flug sowie Ihre Tickets. Ihre Ankunft am Bostoner Flughafen am 23. um 11.30 Uhr sollte Ihnen genügend Zeit lassen, sich auszuruhen und auf Ihre Rede am 25. vorbereiten zu können. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Okay, gut, danke sehr. So, da ist noch was. Warte, was ist das hier für ein Pfeil? Da liegt noch was drin. F. Wir möchten Sie darüber informieren, dass zwei Männer am Flughafen Boston auf Ihre Ankunft warten werden. Wenn Sie ihnen diesen Brief zeigen, werden Sie sie zum Hotel bringen. Dort können Sie sich ausruhen. Das Oakwood Hotel befindet sich in der Nähe, in einem Vorort von Belmont. Belmont? Okay. Dieses Hotel unterstützt uns schon seit langem bei der Organisation von Veranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Service zufrieden sein werden. Unsere Dankbarkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Okay. Ja, danke sehr. So, gucken wir uns mal weiter um. Was haben wir da? An die Stehlampe kommen wir nicht ran. Ja, da ist noch so ein Land, ein Plan. Ah, okay. Stehlampe. Hampshire und was ist das? Massachusetts, klar, Vermont. Ja, Connecticut ist vielleicht auch nicht so wichtig, obwohl da. Nee, a map. Okay, das hier ist... Nö, ich lasse das Licht mal schön an. Wo ist denn das Licht eigentlich? Da ist die Leuchte. Ah, okay. Da haben wir einen Abzug. Hier ist ein... Nanu, wo ist der Türknopf? Tja, wer weiß das schon. Wir müssen uns wohl weiter umsehen. Da ist erstmal nochmal der Schrank. Mal gucken, was sich hier drin befindet. So, Lampe. Das hat wahnsinnig viel gebracht. Und hier haben wir ein Zahlenschloss. Bestätigen, bewegen, verlassen. Ja, wissen wir ja noch nicht, was das ist. Also verlassen wir das nochmal. Hier ist nichts drin. Da ist noch nichts da drin. Hier ist was drin. Warte. So, Room 297. Oh, achso, ich kann es ja wieder lesen. Zimmer 297, Stromversorgung. Sollte eine Störung der Steckdosen auftreten, muss die Stromversorgung sofort überprüft werden. Beachten Sie das folgende Schema. Im Falle eines Zwischenfalls kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten. Was? Wieso Vorgesetzte? Ich bin hier Gast. S1, 1, 2, 3, okay. S mal 2, mal 1, mal 2, mal 3 ergibt 100 Volt. Aha. In case of any type of incident. Ach, das hatten wir schon. Okay, gut. Ja, warte mal, sollten wir das nicht mitnehmen? Wir können es behalten. Alles klar. Wir müllen uns das Inventar voll, ne? So gehört das. Okay. Ist hier denn auch noch was drin? Deliver to Oakwood. Jawohl. Ah, ja. Erstmal die Glühbirne. Ja, eine Glühbirne für die Leuchte da hinten in der Ecke. So. F, ich drücke wieder F. 15. ESPA-Kongress findet in Belgrad statt.
Das ist nicht der jetzige. Der 15. Kongress der Europäischen Soziologen und Soziologischen und Psychologischen Arbeitsgemeinschaft, ESPA, findet nächsten Monat in Belgrad, Serbien statt. Die französische Psychologin Irène Sédoul stellt ihr neues Buch Mankind Analysis vor. Ja, das ist ja extrem faszinierend und unwichtig. Also, zumindest im Moment noch. Möglicherweise finden wir die erstmal ja nochmal. So, war hier nicht noch ein Telefon? Die 6 und die 5 sind vertauscht. Gut, egal. Ich kann sowieso im Moment, weiß sowieso nicht, wie ich nicht anrufen muss. Da ist doch noch. Guck mal, was haben wir da? Der Türknauf. Ja, da ist er. Okay, alles klar. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Skynes Odyssey. Oh, warte mal. E, muss ich das wissen? Guck mal, das E ist eingekreist 1986. Ich schreibe mir das mal auf. Das E ist eingekreist, das F und das A. Das wird doch sicherlich irgendwas zu bedeuten haben. So, wir können es behalten. Warum behalte ich es nicht einfach? Ich behalte es mal. Gut, ist dann hier in der Schublade noch was drin? Jo, da haben wir nämlich eine Toolbox. F, Werkzeugkiste. Ah, der Code für, ja, die Toolbox, natürlich, für die Werkzeuge. Ja, das behalten wir auf jeden Fall. So, okay. Gut, die machen wir erstmal wieder zu. Und hier am Bett, sieht ein bisschen aus, als würde da noch etwas liegen, ne? Okay, aber weiter kommen wir nicht. Hier können wir noch den Knauf anbringen. Na nun, wo ist der Türknauf? So, wo ist denn der Türknauf? Da ist der Türknauf. Verwenden und dann hier. Yay! Der Türknauf ist immer noch lose. Ich brauche etwas, um ihn an der Tür festzuschrauben. Natürlich brauchst du das. Selbstverständlich. Können wir nicht schon mal ein Glas Wein trinken? Da hätte ich zumindest Lust drauf. Den Brief haben wir schon. Ach ja, das war. Okay, das war der Brief. So, hier kommen wir nicht weiter. Aber da. Halt, halt, halt. Doch, wir kommen weiter. Da sieh mal. Glühbirne verwenden. Und hier. Das war's. Jetzt sollte die Lampe funktionieren. Juhu! Mal gucken, was haben wir denn da? Mal reinguckt, aber in die Kisten noch nicht. Lass mal sehen. Das ist ein. Ah, da ist der Schnipsel. Natürlich wollen wir den behalten. Und was ist. Den Zettel können wir nicht lesen. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Batterie. Nee, eher wie eine Sicherung, ne? Darkwood Room Power 1 Volt Batterie. Doch, es ist tatsächlich eine Batterie. Okay. Natürlich nehmen wir alles mit. Wir sacken ja alles ein, ist auch wohl klar. So, jetzt lass mich mal eben ins Inventar gehen. Denn das Stück beim. Da bietet er an, kombinieren mit dem hier Notizblock. Und dann lass mal gucken. 503. 503. Ja, herrlich. Okay, so. Ja, jetzt ist nur die Frage: Die Werkzeugkiste da hinten. Können wir das einfach einstellen oder müssen wir das Dings da drauflegen? So, 503. So, E ist bestätigen. Bestätigen. Da geht ihr auf. Das ist super. Und da drin haben wir den Schraubendreher. Klar behalten wir den. Ist doch wohl klar. Die Schrauben können wir allerdings nicht mitnehmen. Gut, immer den Schrank mal zu. Dann muss ich vorher die Lampe ausschalten. Ding. Okay, alles klar. So. Nun denn, Schraubendreher. Warte, so ging das. Schraubendreher, okay, verwenden. Und das war's. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Juhu! Hat es nicht eben hier geklopft? Wieso ist denn das so dunkel? Warte, 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 warte. Wird das hier schon unser erster Jumpscare? Das wäre super. Hier befindet sich doch bestimmt. Da ist ein Schalter. Okay. 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 Sehr unangenehm. Was zum. Ich halte das nicht aus. Ich brauche meine Tabletten. Das Radio fliegt. Es fliegt alles. Und es ist alles so. Mit so einem komischen Blur-Effekt. Ja, aber die Tabletten sind doch alle. Warte, die Tür ist zu.
Ich kann sie nicht öffnen. Ich sitze hier fest. Mist. Was steht da? Who? Wer? Hier. Irgendwas mit hier. Where? Hier. Who? Where? Hier. Da unten ist ein Zettel. Na. Wer ran? Nee. Noch an die nicht. Wieso bin ich so klein? Da, First Aid. Das muss es doch sein. First Aid. Da ist wieder dieses komische Zeichen. Eine E einnehmen. Okay. Take by mouth. Amygdalpilster. Aber das sind doch. Aber das sind doch alle andere als vorher. Sind das dieselben? Kannst du nicht einfach irgendwas einwerfen? Und da wieder dieses komische Logo. Was sind das für Stimmen? Band 8? Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir alles mit. Ist das hier? Nochmal Band 8. Was ist das? Alkohol. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Aber dieses Zeichen wohl nicht zu. Irgendwas ist hier ganz schräg. Radio. Es war einfach nur das Radio. Okay, können wir uns mal das Gesicht waschen? Nö. Aber jetzt können wir uns immerhin hier umsehen. So, ja, fangen wir mal an. Gut, ach du liebe Zeit, was ist denn das? Tauschen? Okay. Löschen. Zurücksetzen. Das ist offensichtlich für alles zurücksetzen, ne? Ja, okay. Kuh verlassen. Haben wir dafür schon einen Hinweis bekommen? Ich entsinne mich nicht. Ventil, Bordkarte, Feuerzeug, Umschlag, Dokument. Nee, das war es nicht. Verlassen. Batterie, Notizblock, Pflaster, Alkohol. Nee, okay. Verlassen. Nee, weiß ich im Moment nicht. Da gehen wir nochmal raus. Dafür brauchen wir noch einen Hinweis. So, was haben wir denn hier? Überraschung auf dem ESPA-Kongress. Psychologin und Soziologin Irene Cedu ist wieder erwartet nicht zur Präsentation ihres neuen Buchs Mankind Analysis erschienen. Da viele renommierte Fachleute zugegen waren, war dies für alle eine große Überraschung. Der gesamte Kongress blieb und wartete gespannt auf Neuigkeiten über seine illustre französische Kollegin. Leider sind bislang keine Details über die Gründe für Frau Cedu Abwesenheit bekannt. Aha. Okay, sie begleitet uns also doch noch. Das kaputt. Na toll. Und wir können uns jetzt Dinge antun. Können uns ritzen, Sachen in die Haut schnitzen, Ast rein. Okay, so. Das ist. Da ist noch was. Dann gucken wir erstmal hier. Ich brauche einen Schlüssel oder ähnliches. Hatte ich da nicht eben da drunter noch was gesehen? Aber da kommen wir jetzt nicht mehr dran. Damit hinknien ist wohl nicht. Nee, hinknien ist nicht. Okay, da ist. Oh, eine Zange. Sehr nützlich. Vielen Dank. Gut. So, wieder raus. Nee, raus. Ich sehe mich weiter um. Genau. Hier haben wir noch. Es guckt ja keiner an der Bodygel. Nehmen wir es mit. Ist das da? Shampoo kann man immer gebrauchen. Super. Seife. Perfekt. Ey, mach das bloß nicht in einem Hotel. Ich meine, nein, eigentlich ist es völlig egal. Ja, okay. Nein, wollen wir nicht. So, da oben hängen Kleiderbügel. Die können wir auch behalten. Ich brauche einen Schlüssel oder sowas ähnliches. Ich habe da so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Aber erstmal schauen wir hier noch weiter. Nee, zu dunkel. Die Lampe. Neonröhren. Na klar. Buff. Aus. Das da leuchtet. Hm. Aber ansonsten ist hier nichts weiter, ne? Okay. Gut. Also. Das da weiß ich ja jetzt mal noch gar nicht. Na schön, werden wir schon finden. Oh, warte mal. Gibt es hier irgendwie so Leuchtschrift oder sowas? Das wäre natürlich cool. Nö. Okay.
Gut, einen Schlüssel oder sowas ähnliches. Ja, pass mal auf. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach einen kombinieren mit einem der Kleiderbügel? Juhu! Und wir haben einen Dietrich. Den verwenden wir für da. Okay, geschafft. Super. Offen ist es. So, erstmal Lichter. Oh. Da steht, do not turn it on. It's safer here. Was? Nicht einschalten, es ist sicherer. Ja, das ist cool, aber dann kommen wir nicht weiter. Und wir haben eine 20 Volt Batterie. Ich sage euch, das sieht für mich aus wie eine Sicherung und nicht wie eine Batterie. Okay, erstmal behalten. Und dann... Und, nanu, was war das für ein Geräusch? Ich habe etwas im Schlafzimmer gehört. Etwas? Ich habe etwas im Schlafzimmer gehört. Hallo? Ist ja wohl die Tür öffnet sich. Warum öffnet sich die Tür? Warum öffnet... Ciao. Ich muss noch Zähne putzen. Warum öffnet sich die Tür? Ich muss erstmal zur Toilette. Ich kann nicht zur Toilette gehen. Warum nicht? Ich kann nicht mehr ziehen. Leute, hier gibt es noch Toilettenpapier. Kommt alle in dieses Hotel. Hier gibt es noch Toilettenpapier. Okay, warte. Was? Raus. War die nicht eben verschlossen? Warum ist sie offen? Da, guck mal, das Bücherregal ist weg. Ich sag mal so, also sehr wissbegierig, sehr eloquent und aus tiefster Überzeugung. Hä? Hm. Ja, okay. So. Also schön. Ja. Hat sich denn sonst noch etwas verändert? Nee, ich glaube, das ist, wir werden hierher gelotst, dann machen wir das auch. So, dann zeig mal, auch hier dunkel. Das ist kein Zimmer, was wir hier haben, das ist eine Suite. Ist hier auch ein Schalter? Hier ist auch ein Schalter. Ups, es funktioniert nicht, scheint keinen Strom zu haben. Was? Da hinten scheint der Mond hinein. Irgendwas ist da noch. Gehen wir erstmal Richtung Licht, ne? So, hier ist noch so ein Dingens. Sollte ich mir das notieren? Weißt du was? Ich notiere mir das mal gerade. Rot, blau und gelb. Das hat doch garantiert irgendwas zu bedeuten. Und da ist noch so ein Dings, das sieht aus wie die Hälfte von etwas, wie ein Chip oder irgendwie sowas in der Art. Gibt es da noch mehr von? Nee, nur dieses eine. Oben? Auch nicht. Boden? Nein. Okay, Licht wieder an. Cool. So, hier haben wir einen Ring mit irgendwas drauf. Das nehmen wir mit. Ist doch wohl klar. Eine Tür. Lass es verschwinden. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Was? Wieso von der anderen Seite? Oh, hier liegt noch was. Von der anderen Seite. Man hat uns hier eingestellt. Oakwood Hotel, Bereich A-Suiten. Wir haben das Zimmer 297, ist das wichtig? 297, wir könnten uns mal versuchen, selbst anzurufen. Melden Sie vorher sofort an der Rezeption. Verwenden Sie nicht die Aufzüge, erregen Sie vom Fenster aus Aufmerksamkeit. Schließen Sie beim Verlassen des Zimmers die Tür. Bleiben Sie ruhig, rennen Sie nicht, schreien Sie nicht. Sollte Ihre Kleidung in Brand geraten, rollen Sie sich auf den Boden, um die Flammen zu ersticken. Alles recht nützlich. Okay, guck mal, das Rote ist unser Zimmer. Wir brauchen also nur den Gang runter und da kommen wir dann raus. Okay, ja, ist gut. Gut zu wissen. Aber wir gucken erst einmal andere an. Die Schale können wir nicht mitnehmen. Hier läuft, das ist ein architektonisches Wunderwerk. Naja, gut. So, sieh einer an. Wir haben noch eine 5 Volt diesmal. Room Power Battery. Okay, nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. So, raus hier. Jut. Zack. So. Da ist, wieso habe ich jetzt die Tür geöffnet? Nicht wichtig. Was ist? Hier, da ist es. Guck mal. Ja, ja, ja. Einstecken. Was? Wieso einstecken? Erstmal öffnen. Oh, okay. Mal 1, mal 2, mal 3. Das kenne ich doch. Sekunde. Wie ging das noch hier? Da war doch irgendwo, wo der Powerplant Document. Das war's. Ansehen. 1 mal 2 mal 3. Guck mal, hier steht das auch. 1 mal 2 mal 3 soll am Ende 100 Volt ergeben. Okay. 3
1, 2, 1, 2, 3, was auch immer das zu bedeuten hat. Gut, wir gucken uns mal. Wir müssten doch hier jetzt diese Dinge haben, ne? Da, Battery. Verwenden. Okay, ran. Ist alles rot. Warum? Na gut, weiter. Erstmal die anderen ranholen. Battery. Verwenden. Zack, ist noch roter. Nee, halt nicht. So, und die dritte ist... Wir haben noch gar keine drei. Das da? Nee, das ist ein Ventil. Verwenden? Nee, das kann ich hier nicht verwenden. Okay. Hat mir nicht schon drei gefunden? Ich hätte schwören können. Wir haben... Da ist sie doch. Batterie. So. Okay. 1, 2, 3. Das soll zusammen 100 ergeben. 20, 40, 50, 52. Das wird ja wohl nichts. 52. Okay. 1 mal 2 mal 3. Das sind zusammen 6. 52 lässt sich nur schwerlich durch 6 teilen. Das kommt also auch nicht hin. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, zu raten. Okay. Keine Erinnerung. Da. Was? Das war's schon? Echt? Leute, das war reiner Zufall. Echt jetzt. Das war... Das hört sich nicht gesund an. Das war reiner Zufall. Absoluter Zufall. Also, gut. Zu dich will ich nicht mehr sehen. Okay. Heißt das, wir können jetzt hier das Licht machen? Jumpscare. Ja! Okay, und mit diesem Bild... Warte, mit diesem Bild. Ja, das wird das Thumbnail. Okay, alles klar. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die erste Runde von The Guest. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und ja, offensichtlich müssen wir erstmal gucken, wie wir hier überhaupt rauskommen. Na gut, finden wir schon heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.